Und zwar mit der Vorlesung 23, da sind wir jetzt. Ich habe hier nochmal den Satz hingeschrieben, der das letzte Mal da stand. Das ist der Satz über Regularität von Lösungen. Also ich habe schon gesagt, wir machen ja, also wir haben im Wesentlichen, also vielleicht wirklich, wenn ich jetzt zwei Sätze raussuchen müsste über partielle Differentialgleichungen, die so die Hauptresultate dieses Semesters sind, dann würde ich sagen, der eine ist der Existenzsatz, was wir mit Lex Milgram gemacht haben, Existenz von Lösungen. Die sind dann halt immer in H1 und das sind immer schwache Lösungen. Und der zweite wichtige Satz ist der Regularitätssatz, nämlich die schwache Lösung U in H1 ist unter gewissen Voraussetzungen auch eine starke Lösung, die ist auch in H2. Starke Lösung deswegen, weil man dann sagen kann, naja, eine H2-Funktion hat ja, jedenfalls im L2-Sinne, besitzt die ja erste und zweite Ableitungen. Dann ist die Gleichung also im Sinne von L2 erfüllt. Ja, also wirklich im Sinne von Funktionen, L2-Funktionen, und nicht nur im Distributionssinne oder im schwachen Sinne. Also das ist dann eben eine starke Lösung. Existenz einer starken Lösung haben wir dann eben. Wenn wir für die Existenz einer schwachen Lösung praktisch nichts brauchen, brauchen wir nur A in L unendlich und elliptisch. Vielleicht bräuchten wir nicht immer L unendlich, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, wichtig ist die untere Schranke hier. Aber hier brauchen wir jetzt eben so eine gewisse Regularität von den Koeffizienten des Operators L. Den Operator L habe ich jetzt nicht ausgeschrieben, der stand oft genug da. Obwohl, wenn ich jetzt lange rede, dann ist er schneller hingeschrieben. Ja. Also man nimmt A Gradient U, davon die Divergenz, plus B Gradient U plus C U. Elliptizität von A braucht man immer. Braucht man eben eine gewisse Regularität dieser Koeffizienten. Bei B und C braucht man keine Regularität, das müssen nur L-unendlich Funktionen sein. Das sehen wir jetzt gleich auch in dem Beweisschritt, den wir noch machen, dass, warum da wirklich keine Regularität voll, notwendig ist. Für A braucht man immer was. Unser Beweis zeigt eigentlich, dass ich hier ein bisschen zu viel gefordert habe. Also W1 unendlich wäre hier auch in Ordnung und der Rand ist in W2 unendlich wäre auch in Ordnung. Aber ich wollte jetzt da sozusagen keine Komplikationen reinbringen, unnötige Komplikation. Hier steht die Randbedingung. U hat eine direkte Randbedingung. Bitte kontrollieren Sie auch, ob ich das beim letzten Mal im Satz genauso stehen hatte. Also die Nullrandbedingung ist natürlich eine Sache, die wir brauchen. Und auch hier war ich mir jetzt unsicher, habe ich das letzte Mal so hingeschrieben, dass das U hier auf der rechten Seite auch noch steht? Schon. Hatte ich vergessen? Da stand nur C mal F, ja? Gut. Okay, also bitte unbedingt korrigieren. Ja gut, das stand aber im Text irgendwo. Ach so, nee, das stimmt, das stand so woanders. Die Konstante hängt ja auch, die Konstante hängt ja nicht nur von Omega ab, sondern auch von dem A, B und C. Also wenn ich dieses U in der L2-Norm vergessen habe, dann, das kann schon gut sein. Normalerweise ist man in der Lex-Milgram-Situation, dass man die Lösung mit Lex-Milgram findet. Und dann ist die Lösung in H1 ja sowieso beschränkt durch die H-1-Norm von F. Also die H1-Abschätzung für U hat man eigentlich automatisch in Abhängigkeit von der F-Norm. Ja, das heißt, dieser Term ist normalerweise dadurch kontrolliert und dann hat man eben gleich diese Abschätzung durch Konstante mal F-Norm. Ja, wenn man in der Lex-Milgram, in der guten Lex-Milgram-Situation ist. Aber wir hatten ja auch diese Lex-Milgram-Situation, denken Sie mal an dieses 1/2 Divergenz B, irgendwie sowas, ja? Größer oder kleiner 0. Da war so eine Bedingung irgendwie von dieser Bauart. Und wenn die nicht erfüllt war, dann konnte man Lex Milgram nicht anwenden. Und wenn ich jetzt also das dazu schreibe, dann bin ich in der besseren Situation, dann kann ich sagen, selbst wenn Lex Milgram nicht anwendbar ist und a priori nicht klar ist, ob U beschränkt ist durch F, dann kann ich, falls U beschränkt ist, trotzdem auf die Regularität schließen. Okay, also diesen Term bitte hinzufügen. Okay. Und der Beweis, jetzt mache ich den, glaube ich, doch ausführlicher, als ich es letzte Woche noch dachte. Das schadet, glaube ich, nicht. Also, aber keine Sorge, es ist jetzt nicht mehr so ewig lang. Der Beweis ist in drei Schritten.
Und den ersten Schritt haben wir abgearbeitet. Der erste Schritt ist, dass man annimmt, dass L gleich minus Laplace ist. Das heißt also, die Koeffizienten hier A sind nur Dirac, also nur Delta IJ, also Kronecker Delta, nicht Dirac. Und B und C sind beide 0. Und da war die Idee, dass man das Gebiet überdeckt. Das werden wir im dritten Schritt auch nochmal machen müssen. Also man überdeckt das Gebiet, aber das Wichtige ist halt, dass man den Rand überdeckt, weil ja, da hat man immer diesen gebogenen Rand. Also wenn ich einen Ausschnitt mache, dann habe ich, sieht in dem Quadergebiet das vielleicht so aus. Und dann muss ich gerade biegen des Randes machen. Und gerade biegen des Randes heißt eben im Wesentlichen, also wir haben ein U, was von hier nach R geht, ja, und zwar also von hier dem unteren Bereich. Und dann können wir dieses Gebiet parametrisieren mit einem Phi über einem, ich mache es jetzt mal symbolisch so, über der unteren Hälfte von einem Quader. Aber die untere Hälfte von einem Quader ist jetzt auch ein Quader, ja. Aber dann haben wir also das Gebiet Omega parametrisiert über einem Quader. Und dann betrachten wir im Wesentlichen die Funktion U Kringel Phi. Also wir gehen von dem Quader hier hin und dann nach R. Das löst eine Gleichung, eine modifizierte Gleichung, weil wenn ich da jetzt differenziere, dann kriege ich vom Nachdifferenzieren Ableitung von Phi. Aber die Ableitung von Phi sind eben so gut wie die Rand. Parametrisierung ist, ja, und wenn die Randparametrisierung C2 ist, dann sind diese Terme, die in die Gleichung dazu kommen, die sind eben dann irgendwie beschränkt und unproblematisch. Und V löst aber jetzt Gleichung auf einem Quader, das ist das Wichtige. Und weil es Lösung auf dem Quader ist, können wir die H2-Regularität von V schließen. Und das U ist eine Verkettung mit einer C2-Funktion von V. Da können wir also auch das, bis auf eine Konstante natürlich, machen wir mal hier so eine Schlange drunter, können wir auch die U in der H2-Norm dagegen abschätzen. Ja, das ist die Idee vom ersten Schritt. Gerade biegen des Randes. Also zentrale Info. Wie macht man Laplace-Operator auf einem C2-Gebiet mit gerade Biegen des Randes? Und dazu muss man eben lokalisieren, dass man immer in der Situation ist, dass eben der Rand ein Graph ist. Gut, das war der erste Schritt. Jetzt machen wir den zweiten Schritt. Ich bin jetzt mal ganz verschwenderisch. Ich mache den da nicht mehr in dem Eck. Der zweite Schritt ist der kurze Schritt. Den haben wir jetzt also schnell erledigt. Da betrachten wir, A sei konstant. A eine konstante Matrix. Also Sie sehen, wir sind jetzt ein bisschen besser als nur Laplace. Ja, ich schreibe es mal so hin. A von x ist so ein AIJ, so eine Matrix IJ. Und ich mache dann noch 0 oben hin, um ganz deutlich zu machen, die ist jetzt dieselbe Matrix für alle x. Also vielleicht mal ganz deutlich, für alle x in Omega ist es dieselbe Matrix. Aber b und c sind beliebig, also beliebig wie im Theorem natürlich, ne? Also L- und Endlich-Funktionen. Und genau, und den Fall wollen wir jetzt im zweiten Schritt behandeln. Ja, also sozusagen der Satz ist ja für A ist Kronecker IJ im ersten Schritt bewiesen und jetzt beweisen wir im Fall A ist eine konstante Matrix, B und C sind beliebig und das Gebiet ist auch beliebig, das war es schon im ersten Schritt. Okay, also, kleine Vorüberlegung. Wir haben die Gleichung LU gleich F. Die schreibe ich ein bisschen anders auf. Ich schreibe jetzt mal nur diesen Term auf die linke Seite, also minus Divergenz A Gradient U. Der kommt auf die linke Seite
Und diese B-Terme und C-Terme kommen auf die rechte Seite. Also rechts steht ja das F minus B-Gradient U minus C-U. Genau. Also das ist die Gleichung, die U ja auf jeden Fall erfüllt. Also U ist uns als Lösung ja gegeben. Ja? Also U ist hier für diese Überlegung einfach nur eine H1-Funktion. Ist uns aber gegeben. Und im Distributionssinne wird jetzt das gelöst. Hier auf der rechten Seite steht eine L2-Funktion. Hier steht auch eine L2-Funktion. Ja? Wird immer multipliziert mit einer L-Unendlich-Funktion. Bleibt also L2. Also ja. Und das A ist aber jetzt was Positives. Jetzt können wir Lex Milgram anwenden. Nicht wie wir, also ich habe hier angedeutet, Lex Milgram ist hier drauf nicht unbedingt anwendbar, wenn das B und das C diese Bedingungen nicht erfüllen. Jetzt wenden wir Lex Milgram einfach an auf diese Gleichung, also wenn wir U schon gegeben haben. Und was kommt raus? Also die Abschätzung von Lex Milgram einfach, dass U in der H1-Norm abgeschätzt ist durch die rechte Seite in L2, also F in L2 und das andere ist abgeschätzt durch U in H1. Ja, weil da Gradient U steht, wir wollen ja das in L2 haben. Also die, oh, das wäre jetzt schlecht so. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen schlecht argumentiert. Also so bringt es ja gar nichts. Ne? H1-Norm kleiner gleich 2 mal H1-Norm ist sicher immer richtig und daraus kann man nichts schließen. Also das will ich nicht machen. Nee, ich habe jetzt das... Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ob ich hier die H1-Norm stehen haben wollte. Jetzt, das ist jetzt echt schlecht. Okay. Ich darf hier nicht Lex Milgram nehmen. Also daraus folgt nichts. Also diesen letzten Schritt müssen wir leider vergessen, ja? Der bringt nichts. Aber bis dahin ist alles in Ordnung. Wir machen jetzt Testen der Gleichung mit U. Die Abschätzung von Lex Milgram kommt zwar genau durch Testen der Gleichung mit U eigentlich, ja, aber ich sehe eben doch noch ein bisschen mehr Struktur, wenn ich das nochmal nachmache. Testen der Gleichung mit U gibt links nach der üblichen Rechnung eine Abschätzung für Gradient U Betrag Quadrat. Ja, wenn ich hier mit U multipliziere und partiell integriere und die Elliptizität von A ausnutze, dann kriege ich so einen Term. Und rechts kriegen wir eben ein F mal U. Ich mache aber gleich Kürzen durch U. Dann kommt hier die F in der L2-Norm rein. Und dann haben wir... Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt... Das habe ich jetzt wirklich schlecht gemacht. Ne? Nebenrechnung, was ist denn B Gradient U mal U integriert? Können wir darüber irgendwas sagen? Das ist kleiner gleich, B ist ja L unendlich, dann ist es wie die H1-Norm von U, das kontrolliert den Gradienten, mal L2-Norm. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen können, wenn wir multiplizieren mit U, ich muss es, glaube ich, doch eben ausführlicher machen. Es tut mir wirklich leid, dass ich da jetzt dachte, ich könnte es einfach mit Lex Milgram erschlagen. Also wir machen jetzt nochmal Testen der Gleichung mit U. Hier ist sozusagen erst die Konsequenz aus dem. Testen der Gleichung mit U. Auf der linken Seite gibt es diesen Term und rechts, jetzt muss ich das doch mal richtig aufschreiben, ist eben
FL2 mal UL2. Ja, weil ich F mal U integriere, gibt FL2 mal UL2. Dann haben wir hier diesen Term, der ist eben UH1 mal UL2. Den habe ich einfach abgeschrieben, den B-Term. Und der C-Term ist jetzt CUL2 mal UL2. Naja, das ist noch besser als der hier. Das heißt, ich kann den C-Term hier als mitgenommen betrachten. Ja? Und jetzt teile ich sozusagen, falls die Norm ungleich 0 ist, wenn die 0 ist, dann brauche ich nichts mehr tun, teile ich durch Gradient U in der L2-Norm. Diesen Ding, dieses Ding. Ja? Und dann steht hier links Gradient U in der L2-Norm, ne, die Wurzel sozusagen, denn hier steht es ja quadratisch und wenn ich einmal da durchteile, dann steht noch die Wurzel da, das ist das, was hier steht, das hoch 1/2. Und wenn ich durch Gradient U-Norm teile, dann, das ist größer als das, dann bleibt hier also nur noch FL2 übrig und mit Poincaré ist die H1-Norm abgeschätzt durch die Gradient UL2-Norm, also das durch das ist abgeschätzt und dann bleibt hier noch U in L2 stehen. So, das ist jetzt das Ergebnis. Aber wenn ich das einfach so hingeschrieben hätte, wäre es, glaube ich, wirklich nicht besonders glaubhaft gewesen. Also, wir schließen es nicht aus Lex Milgram, weil wir da irgendwie ein H1 auf der rechten Seite haben, sondern wir testen die gleichen nochmal mit U und dann kriegen wir diese Abschätzung. Also, die H1-Norm von U ist immer automatisch durch das abgeschätzt. Ja? Das ist jetzt der Punkt. Und das verwende ich jetzt noch, das gehört jetzt schon noch auf diese Tafel. Das verwende ich jetzt, indem ich sage, auf der rechten Seite steht F minus B Gradient U minus CU. Wie ist denn die L2-Norm davon? Naja, der erste Term, ich mache jetzt sozusagen eine Dreiecksungleichung und jetzt schaue ich mir F in der L2-Norm an, der ist wie Konstante mal F in der L2-Norm. Okay? Der zweite Term ist wie, B ist ja beschränkt, ist ja L unendlich, ist wie Gradient U in der L2-Norm. Aber wie ist Gradient U in der L2-Norm? Das steht ja hier, Gradient U in der L2-Norm ist wie F in der L2-Norm und U in der L2-Norm. Und CU genauso. Das heißt, wenn ich diese neue rechte Seite als F, Groß F mir definiere, dann ist das Groß F in L2 abgeschätzt durch das, was wir hier auf der rechten Seite stehen haben, diese Klammer. Ja. Okay, das war jetzt wirklich schlechte Performance, muss man sagen. Ja, also, ich versuche es nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Wenn LU gleich F ist, dann ist das äquivalent zu Hauptteil des Operators A Gradient U gleich Groß F, ja, wo ich diese B Gradient U und C U einfach auf die rechte Seite tue. Und wenn ich dafür für diese Gleichung die Abschätzung bekomme, Lösungen davon erfüllen U in der H2-Norm kleiner gleich Groß F in der L2-Norm, boah, das geht jetzt wirklich, das habe ich wirklich richtig verbaselt. Da möchte ich sagen,